Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Digimon World 1 für die PlayStation 1. Also als Emulator. Gut, in der letzten Folge haben wir Meramon besiegt und Meramon hat ein Erdbeben oder so ausgelöst, bevor wir noch gegen ihn gekämpft haben. Und so kommen wir jetzt an dem einen Weg weiter und da werden wir natürlich gleich gucken gehen, ne, was da so abgeht. Und ihr wisst gar nicht, wie ich mich freue, wenn ich diese Karten hier endlich sammeln darf. Ich habe da früher immer so nachgefiebert nach den Karten. Oh, Greymon muss schlafen. Dann schlafen wir. Wie gesagt, ich habe da früher nach den Karten so gefiebert, dass ich die alle bekomme. Und diesmal möchte ich die auf jeden Fall alle vollständig haben. Auf jeden Fall. Schlafen und sichern. So, wie geht's dir denn, Greymon? Alles gut. Ne, wie gesagt, früher hatte ich immer versucht, alle Karten vollständig zu kriegen und diesmal werde ich es auch schaffen. Da könnt ihr euch aber drauf gefasst machen. Weg durch den Panoramaberg. Oh, 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 oh. Muss ja nicht immer alle anquatschen hier. Mit den Kämpfen, besonders wenn es zwei Stück sind. Oh, es ist ein Gotsumon. Gotsumon. Ja, wir sind gerade so durchgekommen. Gut, dass die nur uns ansprechen und nicht Greymon. Panoramaberg, Sporenregion. Ich sehe hier nichts. Die Kameraeinstellung ist bei manchen Gebieten echt blöd. Muss man halt ein bisschen aufpassen. Okay, da geht's weiter. Wo geht's hier hinten lang? Hm, hier weiß man hier lang. Panorama, Berg, Prärie. Okay. Diese Einstellung ist schon besser. Ist das hier nicht ein Frigimon? Natürlich. Digimon sei ein ganz gutes, gutartiges Digimon. Panoramaberg, Sporenregion. Okay, hier sind zwei Computer. Aber mittlere Halldisk und mittlere MP-Disk. Okay, das sieht nach Kämpfen aus. Wenn ihr mich fragt. Auf dem Boden sind merkwürdige Zeichnungen. Ist das einer dieser seltsamen Kreise? Er sieht neu aus. Hä? So seltsame Kreise. Hm. Sagt mir jetzt hier nichts. Varidisk. Was ist denn eine Varidisk? Mal lesen. Halt Gift, Lähmung, Verwundung und Kristall. Okay. Oder was auch immer dieser Satz eben zu bedeuten hatte, der letzten. Panoramaberg, Sporenregion. Jetzt sind wir hier einmal rum. War das schon das alles hier? Okay. Kann ja nicht irgendwie alles gewesen sein, oder? Hm. Dann gucken wir weiter. Da hinten können wir nicht weiter. Schade. Am besten, wenn man hier alles abreißt, aber es wird hell. Ja, hier kommen wir auch so nicht weiter. Ja, und hier sind wir wieder gleichen Fleck. Hast du Hunger, Greymon? Ich geb dir mal was. Ist immer noch Hunger? Tatsächlich. Viel Fraß. Immer noch Hunger? Nee. Jetzt hat er sein. Hm.
finde schon komisch. Ich weiß nicht, wo es hier weitergeht. Aber wir werden das sicherlich noch herausfinden. Dann gehen wir erstmal woanders lang. Dann gehen wir erstmal hier in den anderen, weil vielleicht müssen wir hier ja später hin. Dann gehen wir erstmal in den Tropendschungel. Da soll ja irgendwas sein. Jetzt müssen wir hier auf die beiden Ogre-Dinger aufpassen. Super. Ja, wie gesagt, dann kommen wir hier erstmal nicht weiter. Dann wissen wir aber schon mal Bescheid, was hier ist. Das ist gut. Ich kann mir vorstellen, dass da irgendwann mal ein Monster auf uns wartet oder so. Und es hier erstmal nicht weitergehen soll. Aber wir können uns eigentlich auch mal überall umschauen, weil es kann sein, dass sich auch woanders neue Monster gebildet haben. Ich habe da nämlich immer so ein paar Anhaltspunkte, wo ich weiß, dass da auf jeden Fall Monster sein werden. Es nur halt eine gewisse Zeit dauert, beziehungsweise man gucken muss. Nein. Na komm, wir nehmen mal einen Kampf mit. Das kann auch mal sein. Weil wir brauchen eh Kämpfe. Von daher. Weiß gar nicht, wie viele Kämpfe ich hier brauche. Ich gucke hier gerade mal auf den Zettel. Äh, 30 Kämpfe und plus, also mehr. Also Kämpfe mindestens 30. Und die haben wir nicht. Deswegen ab und zu auch mal kämpfen. Oh Mann, jetzt ist auch noch gelähmt. Der lässt sich ja von so einem Betamon einlullen, der Greymon. Gibt es doch nicht. Na los, Greymon. Mach mal deinen Schutzwall da weg. Oder Angriffsblockade-Wall weg. Jetzt. Super, One-Hit. War auch giftig, das kleine Vieh. Ja, toll. 150 Bit. Oh, Greymon muss aufs Klo. Kann er natürlich. Der ist hier ganz in der Nähe im Klo. Ah, der steht auch echt super, der Typ da gerade. Unser Charakter. Ah, gleich weg. Gleich weg. Gut, Greymon. Oh, der wiegt immer weniger, ey. Wir müssen den echt mal füttern. So, gleich ist er ein bisschen gemästet sozusagen, dass er ein bisschen was auf Knochen hat. Was hat er denn? 27 Gewicht. Ja, geht er erstmal wieder. Kunimon Speed. Weil ich glaube, hier in der Nähe gab es doch auch noch irgendwo was. Ich weiß aber nicht mehr, wann man den rauslocken konnte. Deswegen probiere es gleich erstmal. Guck auch gleich erstmal, was man da machen muss. Wird zwar nichts angezeigt, aber wir können trotzdem mal gucken. Das war hier. Hier sind Buchstaben zu erkennen. Hier ist keiner, geh weg. Und hier jemand? Na, da will ich ja eigentlich hin. Nein, 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 nein. Gott sei Dank, der ist recht stark, das Vieh. Gut. Und wir können auch von hier aus gleich die Abkürzung nehmen. Nach rechts jetzt und da müsste es dann über die Brücke gehen. Da können wir dann auch in den Tropendschungel. Oh, ein Digipilz. Der Tropendschungel. Genau, hier müssen wir irgendwo hin. Wo, weiß ich noch nicht. Aber ich glaube, das wird sich herausfinden. Eine neue Pflanze wurde gesagt, dass die sich hier gebildet hat. Irgendwo. Okay, wollen wir erstmal nach oben gehen? Gehen wir erstmal nach oben. Ich weiß mal nicht, wo wir da hinkommen, aber wir gehen erstmal nach oben. Der Tropendschungel. Nee, das sind Yanmamon. Das sind keine Pflanzen, da sind Digipilz. Zack. Ja, Mammon, du kannst mir gestohlen bleiben. Ey, geh doch da mal weg, ich will da durch. Wollen die mich einkreisen hier, oder wie?
mal auf, gehen wir erstmal hier oben lang. Ich glaube, da kommen wir schon woanders hin, ne? Grüntal, genau. Das ist ja schon mal falsch. Wir müssen nämlich in den Tropendschungel, das hat die gesagt. Und nicht in Grüntal. Also Tropendschungel zurück. Der muss hier irgendwo sein, im Tropendschungel. Wurde extra angemerkt. Aber Gott sei Dank ist der Tropendschungel ja recht groß. Da können wir ja ordentlich suchen. Was geht, Wigimons? Wo kommen wir hier hin? Eingang zur Riesenschlucht. Ja, da wollen wir auch noch nicht hin. Da waren wir ja letztens erst. Nee, danke. Ich wüsste ja mal gerne, wer in diesem Tropendschungel auf uns warten soll als neue Pflanze. Oder kann das sein, dass das hier so ein Wigimon ist? Ah, hier ist was. Toll sieht das aus. Sie sprießt. Ja. Sie hat sich bewegt. Ob das die geheimnisvolle Pflanze ist, von der alle reden? Sie verdorrt, wenn ich nichts unternehme. Geht sie ein. Gegenstand benutzen? Ja, aber was? Eine Medizin vielleicht? Ich weiß es nicht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, ich brauche Wasser, ne? Vom Automaten, ne? Kann das sein? Okay, da muss ich mir vom Automaten Wasser holen. Es gab nämlich vorne einen Automaten. Ah, Jammermon. Hau ab! Hau ab! Alter! Hilfe! Ja, die umzingelt von Jammermons. Raymond, mach doch auch mal was. Mach doch mal Megafeuer. Oder Flamme. Gut, ich glaube, wir brauchen Wasser. Kann ich mir gut vorstellen. Aber dafür brauchen wir auch Platz, ne? Ja, in der Tat. Was hat denn hier unser Grammo gerade Leben oder Mana? Dass wir hier vielleicht was auffüllen können. Eine Mana-Disk könnte der kriegen. Super. Jetzt können wir uns am Automaten was holen. Ich wüsste nur gerne, was wir uns holen, aber irgendein Wasser bestimmt. Weil sie verdorrt, das bedeutet, wir müssen Wasser holen. Ach, hier können wir nichts machen. Okay. Wir gucken noch weiter. Vielleicht finden wir hier noch was. Mangrovenwald. Das ist auch schon mal falsch, wo wir sind. Mist. Naja, egal. Müssen wir nochmal gegen den kämpfen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir vielleicht Fleisch der Pflanze hätte geben müssen. Ich weiß es ja nicht. Wir gehen am besten nochmal gleich vorbei. Na los, greif ihn an. Du brauchst nicht weglaufen, Raymond. Na los. Oh, der ist schon ein bisschen stärker, der Betamon. Muss ich anerkennen. Ah, super. Da ist er besiegt. Bit. Gut, und da war's das für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir dann wieder mal zu der Pflanze zurückgehen. Ich weiß mal noch nicht, wo lang, aber wir werden mal sehen. Also, macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss.